Berufe zum Anfassen. So lautet das Erfolgsmodell des ersten in diesem Jahr durchgeführten Berufsinformationstages der Handwerkskammer Schwerin. Werkstattrallye hieß die Aktion. Am Samstag hatten die Jugendlichen die Chance, mehrere Handwerksberufe hautnah zu erleben, womögliche Vorurteile abzubauen und versteckte Potenziale in sich zu entdecken. Über 50 Ausbildungsbetriebe aus der Region hatten rund 150 freie Lehrstellen im Angebot. Das Ergebnis? Nicht nur die Besucher. Selbst der Geschäftsführer der Handwerkskammer, Edgar Hummelsheim, war begeistert. Ist das was für mich? Macht mir das Spaß? Und genau das ist der Sinn dieser Veranstaltung. Wir wollen einfach den Kontakt mit dem Handwerk auf einer Erlebnisebene herstellen. Und ich glaube, der gute Besucherzustrom zeigt, dass das Konzept ankommt. Mit dem Berufsinformationstag der Handwerkskammer beginnt die traditionelle Reihe der Berufsmessen in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Alle Interessenten können sich rechtzeitig darüber informieren, zum Beispiel auf der Webseite der Arbeitsagentur.